And this is the last day, the day of the unveiling of the Solar Butterfly. And believe it or not, we are still assembling, still people going into the workshop with pieces and parts, but it's gonna be good. We have 3 hours left. The last foliation ready. The last urgent work to be done on the Solar Butterfly, put the foliation on, and then we can put on the profiles, and then here we go. Put it on, put the wings on the Solar Butterfly. 2 hours left until the unveiling of the Solar Butterfly. It's hectic. It's a lot to do. This is the wing going for assembly. And the next piece is arriving, the solar panels for the sidewalls. Renewable energies. A complete rethinking in order to stop the climate change and the global warming that goes with it. Und hier ist er, der Solar Butterfly, kommt hier raus auf den Parkplatz. Mittlere Raumelemente sehen Sie hier. Hier sind die Solarzellen angebracht. Und ganz hinten ist dann noch ein Teil, der nicht rauskommt, der auch fest verbaut ist. Dort ist das Badzimmer mit der Dusche, mit dem WC. Sind wir dran und wir sind nicht sicher gewesen, kommen wir alle Teile rüber. Wir hatten extrem Lieferschwierigkeiten bei all den Teilen, aber er ist fast fertig. Das ist der Klimawandel sehr viel mit vier Arten Stämmen. Das Nasswurm ist ja ein Klimawandel und das Jaguar-Muster. Der Klimawandel ist ein riesiges Thema, aber die Risiken sind ja auch da. Wir wollen mit dem Fahrzeug all die Klimawandel auf der Welt suchen, dann Aufmerksamkeit geben und mit Events zeigen, hey, die Risiken sind da. Rückwärts fahren. Ja, zuerst müssen wir alles noch mal reinpacken. Und hier ist er, der Solar Butterfly, kommt hier raus auf den Parkplatz. Mit Augen wie ein Schmetterling und dramatischer Musik ist er heute Dierike aus der Montagehalle gefahren. Der Solar Butterfly. Was erstmal der Öffentlichkeit präsentiert wird, ist eigentlich ein kleines Haus auf Rädern. Das Spezielle daran, der Strom für das Elektroauto, wo der Butterfly zieht, kommt rein von den Solarpanels. Um beim Aufladen genug Fläche zu haben, kann der Schmetterling seine Flügel ausbreiten. Das gibt 80 Quadratmeter Solarpanels. Dank dem Solarkraftwerk im Anhänger soll das Elektroauto nur mit dem eigenen Strom rund um die Welt fahren und soll so die Leute aufrütteln. Das wichtigste Ziel ist, wir wollen Klimalösungen auf der Welt besuchen. Wir wollen zeigen, dass es Lösungen gegen den Klimawandel gibt. Man darf nicht den Kopf ins Sand stecken, sondern man kann damit Arbeitsplätze schaffen. Man kann damit Geld sparen mit Klimalösungen. Die wollen wir besuchen, die wollen wir pushen, denen wollen wir Aufmerksamkeit geben, dass es wirklich vorwärts geht mit dem Klimaschutz auf der Welt. Auf dem Reiseplan stehen 90 Länder. Das Ziel ist, dass das Fahrzeug nie an eine Steckdose muss. Das ist ambitioniert, wenn man denkt, dass es vor einer Woche noch ziemlich im Rohbau war. In dieser Montagehalle hat Louis Palmer mit Studenten und Freiwilligen das Fahrzeug konstruiert und die verschiedenen Elemente zusammengebaut. Dass er ein Tier als Symbol gewählt hat, ist kein Zufall. Ich bin überzeugt davon, dass der Wandel, den wir müssen, machen auf dieser Welt. Wir mit unserer Gesellschaft, der fährt im Kopf innen ab. Und wir wollen wirklich aufmerksam machen auf den Wandel, auf die Lösungen, die es gibt gegen den Klimawandel. Und darum machen wir das Fahrzeug, das sehr emotional ist. Mit Augen, es einen Schmetterling geben, der natürlich die Leute ansprechen tut. Bei der Planung und Ausführung mitgeholfen hat die Hochschule Luzern als Projektpartner. Die grösste technische Herausforderung ist, dass der Anhänger zugelassen wird für auf die Strasse. Auch mit dem Ausbau, um dann drinnen wohnen unterwegs, darf er nicht schwer und nicht zu breit werden.
Es muss viel Platz in diesem Anhänger geschaffen werden. Das muss stabil sein. Es muss vor allen Dingen leicht sein. Wir müssen immer die ganzen Konstruktionen gewichtsoptimiert machen. Und dann muss die Außenhülle groß genug sein, um mit Photovoltaik genug Strom zu produzieren. So technische Lösungen, um ohne CO2 zu reisen, die reizt Louis Palmer. Bereits vor 14 Jahren ist er mit einem kleinen Solartaxi als erster Mensch um die Welt. Jetzt will er zeigen, dass es auch mit grösserem Gefährt möglich ist. Ja, in meinem Leben ist immer um Klimaschutz gegangen, eine Veränderung von unserer Welt, von unserer schönen Welt, die kaputt gemacht wird, oder? Und das wird natürlich genau, das geht genau so weiter. Das Projekt ist das Größte, was ich je gemacht habe. Und auch das Interessanteste und das, was am meisten Wellen generiert. Das Potenzial von der Solarenergie, das haben eigentlich mittlerweile viele Leute erkannt, sagt Anthony Pett, Klimaforscher an der ETH. Und gleich sind tätige Vorzeigeprojekte wichtig. Es gibt wenig Leute, die um die Welt fahren möchten mit Solarenergie. Aber es ist schon wichtig, dass wir die Menschen sensibilisieren. Wir müssen wirklich denken, dass etwa 75% unserer Energie kommt mittlerweile aus fossilen Energiequellen. Und die müssen wir ersetzen. Und vor allem werden wir sie mit Solarenergie und Windenergie ersetzen. Das heißt, wir brauchen eigentlich Solarenergie überall. Zurück beim Solarbutterfly, wo der Strom schon fließt, aber der Innenausbau noch muss gemacht werden. In 3 Wochen soll die Weltreise losgehen und der Schmetterling mit verschiedenen Aktionen den Wert der Solarenergie auf der ganzen Welt aufzeigen. Das Potenzial zum Sonnenenergie nutzen ist also gross und die Nachfrage wächst enorm. Nicht nur, aber auch im Kanton Luzern. Die Branche boomt und ist so am Anschlag, dass Unternehmen im Moment nicht alle Aufträge annehmen können.